Lieben, und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich freue mich so unglaublich auf dieses Video, weil ich euch meine Lieblingsbücher vorstelle. Und zwar Bücher, die mein Leben verändert haben, die einen riesigen Einfluss auf mein Leben haben und auch auf mein Mindset. Und da freue ich mich sehr drauf, euch die jetzt in diesem Video vorzustellen. Das sind Bücher, die ich wirklich super gerne gelesen habe, die mein Leben wirklich verändert haben und die ich gelesen habe und mich einfach so super beflügelt gefühlt habe. Kennt ihr das, wenn ihr so Bücher lest und einfach so ein richtig wohliges inneres Gefühl habt und seid so, ja, oh mein Gott, das stimmt so sehr. Und das ist auf jeden Fall bei diesen Büchern der Fall. Deswegen würde ich sagen, legen wir direkt los und ich stelle euch jetzt meine 5 Bücher vor, die mein Leben positiv verändert haben. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt mit meinem, ich glaube, es ist mein absolutes Lieblingsbuch. Und zwar ist das The Four Agreements. Ich weiß, dass ich das irgendwann schon mal gelesen habe, wo ich jünger war. Da war ich irgendwie so 17 oder so. Und jetzt habe ich das nochmal gelesen. Und irgendwie, ich habe eine ganz andere Sichtweise. Ich weiß nicht, damals fand ich das irgendwie nur so lala. Und jetzt war ich so, oh mein Gott, das ist das beste Buch. Also, hier geht es um 4 Versprechen, die man sich selber geben sollte, um ein positiveres Leben zu führen. Und irgendwie, man nimmt daraus unglaublich viel mit, auch über andere Menschen. Also, man lernt irgendwie unglaublich viel über das Mindset, über die innere Einstellung. Und ich fand das Buch wirklich, wirklich toll. Das geht super zu lesen. Das ist noch nicht so lang und ich glaube, das Buch habe ich an einem Tag verschlungen. Eigentlich mache ich sowas nicht. Eigentlich lese ich Bücher schon über einen längeren Zeitraum an. Aber bei dem Buch war ich so, oh mein Gott, ich muss das jetzt durchlesen. Es hat mir richtig Spaß gemacht, das zu lesen. Da sind unglaublich viele wahre Worte drin. Und ja, es geht viel auch darum, was das Verhalten über einen aussagt und was das Verhalten anderer Personen dann eben über andere Personen aussagt. Und ich fand das unglaublich spannend zu lesen. Und habe daraus wirklich ganz, ganz viel mitgenommen, auch zu meiner inneren Einstellung und zu meiner Einstellung zum Leben, wie ich auf andere Menschen zugehen möchte und wie ich mich verhalten möchte. Ein richtig, richtig tolles Buch, kann ich euch wirklich empfehlen. Und es ist ein Buch, ich glaube, ich lese es auch einfach noch ein drittes Mal. Also das kann man irgendwie immer noch mal wieder lesen. Weil ich finde, so gerade bei Büchern, die sich mit dem Mindset oder mit der Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, muss man sich immer wieder aktiv an das erinnern, was man daraus gelernt hat. Weil man es irgendwie super schnell vergisst, finde ich. Und sich das immer wieder nochmal klar zu machen, wo man eigentlich hin möchte, wie man denken möchte, was für ein Mindset man haben möchte. Ja, das finde ich irgendwie total wichtig. Deswegen werde ich das auf jeden Fall nochmal lesen. Und ich kann es euch wirklich empfehlen. Lest dieses Buch. Ich fand es wirklich damals, ja, es war richtig, richtig schön zu lesen. Das nächste Buch fand ich auch unglaublich spannend und habe ich sehr, sehr gern gelesen. Und zwar ist das die 1%-Methode. Da geht es hauptsächlich um Routinen, wie man neue Routinen entwickelt, wie man daran festhält und sich immer wieder motiviert, auch Neues aufzunehmen und an der Routine festzuhalten. Und das fand ich irgendwie sehr spannend, weil ich finde, da sind auch sehr viele praktische Tipps drin. Also das Buch hat mir wirklich unglaublich gut gefallen, weil man irgendwie ganz, ganz viel daraus mitnimmt. Und eben auch immer der Fokus darauf gelegt wird, wie effektiv Routinen einfach sind. Wie viel man dadurch erreichen kann, wenn man eine Sache in seinen Alltag einbaut, die einfach jeden Tag wieder macht. Und wie einen so Kleinigkeiten immer näher an sein Ziel bringen können. Und das fand ich irgendwie schön. Deswegen finde ich den Titel auch sehr passend. Weil es stimmt doch irgendwie einfach, wenn man jeden Tag so ein bisschen für seine Ziele arbeitet, dann kommt man da viel schneller hin und ist einfach viel motivierter und einfach dran zu bleiben, feste Routinen zu entwickeln. Also mir hat das wirklich gut gefallen. Ich habe da ganz, ganz viel draus mitgenommen. Und das kann ich euch auch sehr empfehlen, weil Routinen sind toll und es ist schön nochmal zu lesen, wie effektiv die wirklich sind und wie viel man damit erreichen kann. Okay, und jetzt das nächste Buch. Ich habe darüber schon viel geredet, aber ich liebe es so unglaublich sehr und das ist How Not to Die. Das ist jetzt ein Buch, da geht es um Ernährung, da geht es um Krankheiten bekämpfen mit der Ernährung und es ist wirklich der absolute Hammer. Also das Buch ist in 2 Teile aufgeteilt. Der erste Teil geht darum, wie man mit der Ernährung Krankheiten bekämpfen kann. Und der zweite Teil geht um gesunde Lebensmittel, die einfach einen positiven Effekt auf den Körper haben. Und es ist unglaublich spannend. Und dieses Buch hat wirklich mein Leben verändert, denn dieses Buch hat mich vegan gemacht. Ja, ich kann es nicht anders sagen. Ich habe das Buch gelesen, eigentlich nur in der Intention, einfach nochmal ein bisschen was über gesunde Ernährung zu lesen, weil ich das total spannend und interessant finde. Und dann habe ich das Buch durchgelesen und ich war so, boah, ich muss mich jetzt vegan ernähren. Ich konnte irgendwie gar nicht anders, weil die ganzen Fakten, die zu der veganen Ernährung oder zu der pflanzenbasierten Ernährung da drin stehen, fand ich irgendwie so spannend. Und ich mag seine Sicht auf die Ernährung total gerne, weil er eben nicht sagt, okay, das ist gesund und das ist ungesund, sondern sich immer anschaut, okay, das ist gesund im Vergleich zu was. Also wenn du jetzt die Wahl hast zwischen Fleisch und einem Fleischersatzprodukt, ja, dann nimm halt das Fleischersatzprodukt, so, weil das ist gesünder im Vergleich zu dem anderen. Und es ist so spannend und ich mag, wie er das formuliert. Ich mag, wie das Buch aufgebaut ist. Das ist natürlich, es ist ein Sachbuch, da gibt es jetzt keinen Spannungsbogen. Aber irgendwie hat mich das trotzdem so gefesselt, weil ich einfach wissen wollte, okay, was gibt es noch für Lebensmittel? Was haben die für einen Effekt auf den Körper? Was machen die mit einem? Und deswegen habe ich super gern gelesen, auch wenn das echt dick ist. Und ja, ich fand's richtig, richtig toll.
Und was man dazu auch sagen muss, ist es nicht so, dass er sagt, okay, eine vegane Ernährung ist der einzige Weg, um gesund zu sein, sondern ich finde, er hat da einfach ein super Mittelmaß und spricht auch nicht von einer veganen Ernährung, sondern von einer pflanzenbasierten Ernährung, was ich irgendwie auch richtig toll finde, diesen Gedankenansatz. Also ich mag es richtig gerne. Also ich kann euch wirklich nur empfehlen, dieses Buch mal zu lesen, euch mal ein bisschen mit den Inhalten zu beschäftigen, mit der Ernährung. Ich fand es richtig, richtig spannend und ich habe von wirklich vielen gehört, dass dieses Buch sie vegan gemacht hat, weil man irgendwie auf einmal so davon überzeugt ist und sich denkt so, boah, nee, ich kann das nicht mehr, ich muss mich jetzt... Also ich fand es wirklich toll. Kann ich euch nur empfehlen, schaut euch das mal an, lest euch das mal durch. Ich glaube, es gibt auch noch ein Kochbuch im zweiten Teil dazu, muss ich mir auch nochmal anschauen. Kommen wir zum nächsten Buch, Buch Nummer 4, Safari des Lebens. Dieses Buch hat mir auch richtig, richtig gut gefallen. Den Autor kennt man ja, ich weiß gar nicht, wie spricht man den Namen aus? Ich habe den Namen noch nie ausgesprochen gehört. John, ist er Amerikaner? John Strelacki? Auf jeden Fall ist das Buch auch so aufgebaut wie die anderen Bücher von ihm. Ich habe schon einige davon gelesen und ich fand die eigentlich alle sehr gut. Also es geht immer um eine Geschichte, wo man aber eben unglaublich viel daraus mitnimmt und wo die Hauptperson irgendwie immer auf der Suche nach etwas ist oder irgendwas lernen möchte. Und hier geht es irgendwie hauptsächlich schon um den Sinn des Lebens und auch so ein bisschen das Ziel des Lebens. Was macht einen glücklich im Leben und wo sollte man darauf hinarbeiten? Was muss man erstmal für sich herausfinden? Und das wurde hier dargestellt durch eine Person, die eben durch Afrika reist. Was ich auch super spannend finde, also in diesem Buch möchte ich unbedingt mal nach Afrika. Ich stelle mir das total spannend vor. Und genau, seitdem steht wirklich Afrika ziemlich weit oben auf meiner Reiseliste. Und zum einen ist es halt super spannend zu lesen, weil es irgendwie eine Geschichte ist und es passiert so ein bisschen was. Aber man nimmt einfach unglaublich viele Denkanstöße mit und ja, es ist einfach super interessant, sehr inspirierend. Man macht sich Gedanken über sein eigenes Leben, wo möchte man selber hin. Mir hat es wirklich richtig gut gefallen. Ich mag den Schreibstil sehr gerne. Ich bin auch wirklich ein Fan von dünnen Büchern, mag ich auch sehr gerne. Und das Buch, ja, fand ich richtig toll und seitdem möchte ich wirklich gerne nach Afrika. Also das werde ich auf jeden Fall nochmal machen. Okay, und kommen wir zum letzten Buch. Das ist Die 4-Stunden-Woche. Dieses Buch fand ich auch wirklich sehr, sehr interessant. Da geht es nämlich darum, wie man sein Leben effizienter gestalten kann, wie man irgendwie effizienter an etwas arbeitet und irgendwie so seinen Rhythmus so optimiert, dass man eben möglichst wenig Zeit in etwas investiert, aber eben ganz viel schafft. Ah, das war gerade falsch formuliert. BWM-Marie muss ich korrigieren. Da habe ich jetzt Minimal- und Maximalprinzip zusammengemischt. Sorry. Sagen wir es anders, dass man mit gegebenem Zeitaufwand das meiste da rausholt. So, jetzt haben wir das Maximalprinzip korrekt angewendet. Und darum geht es eben in diesem Buch. Also ich habe daraus mitgenommen, dass es... Ich finde oft, dass man so, boah, ja, ich habe heute 4 Stunden gelernt, aber hinterfragt er nicht, habe ich wirklich effizient gelernt, habe ich viel daraus mitgenommen oder habe ich einfach nur 4 Stunden gelernt, weil ich 4 Stunden lernen wollte. So, wisst ihr, was ich meine? Und das fand ich halt sehr interessant in diesem Buch, dass man sich darüber einfach mal Gedanken macht. Und dann gibt es hier auch ganz viele praktische Tipps dazu, wie man so ein Unternehmen gründen kann und wie man das dann eben einfach optimiert und sich da so ein bisschen rauszieht. Also das fand ich irgendwie auch richtig spannend. Da sind ganz, ganz viele praktische Tipps drin. Das Buch hat mich irgendwie super motiviert und ich habe mir irgendwie ganz, ganz viele Gedanken dazu gemacht, was man so machen könnte und was ich mir so vorstellen könnte, was ich mal mache. Und ich fand es, ja, ich habe es echt gern gelesen. Und dieses Buch hat mich tatsächlich auch dazu motiviert, einen Podcast zu machen. Also das hat wirklich auch mein Leben verändert und wenn ihr noch nicht mal im Podcast reingehört habt, könnt ihr es natürlich gerne machen. Ich hau euch den Namen hier nochmal hin. Kata Maria heißt der Podcast, da könnt ihr gerne vorbeischauen, würde mich sehr freuen, es bringt mir sehr viel Spaß. Und ich bin froh, dass mich das Buch dazu motiviert und auch so ein bisschen ermutigt hat, weil es ihm auch immer viel darum geht, einfach Dinge mal auszuprobieren. Und dann, der perfekte Zeitpunkt wird nie kommen. Aber dass man einfach mal schaut, okay, ich fange jetzt mal an, ich muss da noch nicht perfekt sein, ich kann mich dann weiterentwickeln. Und das habe ich in diesem Buch auch sehr gemocht. Also es hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, und das waren jetzt die 5 Bücher, die mein Leben wirklich verändert haben, die ich super gern gelesen habe, wo ich unglaublich viel daraus mitgenommen habe und die einfach irgendwie super wertvolle Inhalte vermittelt haben. Und ja, ich fand das wirklich schön, die zu lesen. Ich habe die sehr, sehr gerne gelesen. Die hatten alle einen super positiven Einfluss auf mein Leben und es hat total Spaß gebracht, die zu lesen. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen inspirieren, dass ich einfach mal meine Lieblingsbücher vorgestellt habe, die ich unglaublich gern gelesen habe. Vielleicht habt ihr jetzt auch Lust, das eine oder andere Buch zu lesen. Ich habe versucht, den Inhalt oder das, was ich daraus mitgenommen habe, möglichst gut zusammenzufassen. Ich hoffe, das hat funktioniert. Und ja, ansonsten bin ich wirklich immer super dankbar für Büchertipps. Also wenn ihr da irgendwas habt, teilt mir gerne mal eure Lieblingsbücher mit, Bücher, aus denen ihr super viel mitgenommen habt. Ihr wisst jetzt ja auf jeden Fall, was ich gerne lese. Also das würde mich total freuen, wenn ihr mir da mal ein paar Inspirationen gebt, weil ich immer auf der Suche bin nach neuen Büchern, nach Büchern, die
ja, die ich einfach gerne lesen möchte. Und die füge ich dann auf meiner Leseliste hinzu. Also haut rein, teilt mir eure Lieblingsbücher mit. Und dann hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat, dass die Büchervorschläge interessant für euch waren und ihr euch dadurch vielleicht ein bisschen inspiriert fühlt und so ein paar Ideen habt, was ihr jetzt nächstes lesen könnt. Also diese 5 Bücher kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und ja, ihr Lieben, ich hoffe natürlich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Fühlt euch alle ganz so gedrückt und ein dickes Küsschen an euch alle.